Die Lesungen vom vierten Adventssonntag lassen erahnen, wie nahe Weihnachten ist. Mit der Geburt Jesu Christi war es so, lautet die feierliche Einleitung bei Matthäus. Dann tritt Maria, seine Mutter, hervor, die Pforte, durch die Gott in die Welt eintreten will. Noch ehe sie mit Josef, dem ihr angetrauten Mann, zusammengekommen war, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Die Situation ist menschlich und gesellschaftlich hochbrisant. Gesellschaftlich, weil auf Ehebruch die Todesstrafe stand. Menschlich, weil Josef die vermeintliche Untreue seiner Verlobten geschmerzt haben muss. Die Kämpfe in seinem Herzen können wir nur erahnen. Gerecht, wie er ist, will er auf Rache verzichten. Durch eine Trennung in aller Stille aber hätte er Maria der Schande preisgegeben. Ein Traum klärt Josef auf über die göttliche Herkunft des Kindes, das eine alte Weissagung Jesajas erfüllt. Josefs Bereitschaft, die unfassbaren Zusammenhänge im Glauben anzunehmen und Maria im Gehorsam zu sich zu nehmen, macht ihn zum stillen Glaubenshelden im heutigen Evangelium. Die genannte Weissagung begegnet uns in der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Die Stelle ist bis heute umstritten. Meint das hebräische Original wirklich Jungfrau oder nicht doch junge Frau? Die griechische Übersetzung entschied sich für Jungfrau, und zwar schon lange vor Christi Geburt. Danach aber wurde der Sinn der Weissagung endgültig klar. Ihn überliefern uns nochmals später die Evangelisten. Und auch wir sind gerufen, den Glauben an das Unfassbare ebenso anzunehmen wie Josef. Der Anfang des Römerbriefs in der zweiten Lesung unterstreicht unseren Glauben an Jesus als Sohn Gottes in Macht. Als solchen hatte die Auferstehung ihn endgültig ausgewiesen. Darum sollte uns es auch leichter fallen als Josef, diesen Gehorsam des Glaubens zu leben, da wir doch weit mehr noch an Zeichen empfangen haben, als das, was Jesus heute prophezeit.